Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Redispatch 2.0, zumindest erstmal um die absoluten Grundlagen. Warum? Ich habe ja schon mal ein Video zum Redispatch klassisch gemacht im November 2019, aber jetzt soll ja zum 1. Oktober 2021 der sogenannte Redispatch 2.0 kommen. Alle Marktpartner, alle Marktrollen, vor allem die Verteilnetzbetreiber dabei vor große Veränderungen stellen. Und ich möchte dazu natürlich jede Menge Videos und Blogbeiträge und ähnliches in der Zukunft veröffentlichen. Heute soll es schon mal um die Grundlagen gehen. Was wird der Redispatch 2.0 wohl so mit sich bringen? Erstmal, was ist der Redispatch? Kurz gesagt heißt es ja Neueinsatzplanung, und zwar für Kraftwerke, für Erzeugungsanlagen. Und zwar, wenn es Ungleichheiten im Stromnetz gibt oder gab, dann mussten eben die Anlagenbetreiber fernsteuerbar runterregeln und dementsprechend jetzt keine erhöhte Kapazität ins Stromnetz geben. Damit ist der Ausgleich geschaffen, das Stromnetz ist stabil, aber es hat man ja weniger Strom erzeugt und kann deswegen auch weniger Strom vermarkten. Und dementsprechend gibt es da eine Gegenrechnung, ein Entgelt, was diesen Anlagenbetreibern praktisch gegeben wird, sodass die ihren Erzeugungsausfall zumindest teilweise kompensieren könnten. Gleichzeitig gibt es ja einen bilanziellen Ausgleich, weil jetzt ist ja Energie, die vorher mal prognostiziert worden ist, gar nicht erzeugt worden oder nicht zur Verfügung gestellt worden. Und dementsprechend mussten die Bilanzkreisverantwortlichen, das sind ja im Regelfall die Versorger, auch hier eine Ausgleichsenergie in ihren Bilanzkreis buchen. Das sind natürlich Aufwände, die im Alltag nicht besonders schön waren. Diese Verantwortung, dieser Aufwand soll jetzt in Zukunft durch den Redispatch 2.0 hauptsächlich beim Verteilnetzbetreiber landen. Und es sollen einige andere Sachen noch geändert werden. Unter anderem zum Beispiel war es in der Vergangenheit so, dass vor allem die großen Anlagen mit mehr als 10 Megawatt Erzeugungskapazität unter diese Fernsteuerbarkeit, Abregelbarkeit der Redispatch-Maßnahmen fallen sollten. Jetzt wird es darauf hinauslaufen, dass unter dem Redispatch 2.0 auch schon Anlagen mit mehr als 100 Kilowatt Erzeugungskapazität mit in Frage kommen und zumindest auch alle fernsteuerbaren Anlagen unter 100 Kilowatt Erzeugungskapazität, die aber, sagen wir mal, nachrangig, was aber bedeuten würde, dass gerade so im Rahmen des Smart Meter Rollouts auch kleinere Anlagen theoretisch zumindest über den Redispatch 2.0 abregelbar werden sollten. Das bedeutet aber natürlich auch, dass jede Menge mehr Erzeugungsanlagenbetreiber in Zukunft in Frage kommen werden, hier mit Teil dieser gesamten Prozesse zu sein, die sich rund um den Redispatch dann bewegen. Was bedeutet das? Der Verteilnetzbetreiber hat jetzt die Verantwortung, Nachregelungsmaßnahmen anzustoßen auf Grundlage seiner Netzdaten, seiner Leittechnik. Das heißt, er muss das, was die kritische Infrastruktur so beobachtet, die Sensorendaten, muss er jetzt verbinden mit seinen Massenprozessen am Energiemarkt, was natürlich unter Informationssicherheitsmaßnahmen betrachtungsweise doch ziemlich interessant werden würde. Das wird viel Aufwand mit sich bringen. Und er soll dann praktisch aus seinen Daten heraus diese Nachjustierung der Anlagen dann entsprechend anstoßen und dann im Nachhinein natürlich auch noch eine gewisse Abrechnung möglich machen. Er soll von vornherein auch Planungsdaten von seinen Marktpartnern bekommen, das heißt die Anlagenbetreiber, die Einsatzverantwortlichen, die auch Bilanzkreisverantwortlichen, also die Versorger, die müssen natürlich trotzdem auch mit hier im Spiel sein, um ihre Bilanzkreise praktisch mit immer noch bewirtschaften zu können, aber auch eben die Direktvermarkter für die Anlagen über 100 Kilowatt Erzeugungskapazität oder eben auch kleiner unter bestimmten Voraussetzungen, sind jetzt hier Teil von Massenprozessen, die da in Zukunft laufen sollen, die jetzt auch aktuell noch genauer erarbeitet werden. Es geht ja erst um den Oktober 2021. Aber die Zeit verrinnt ja auch und man sollte nicht zu lange warten, hier in die Planung der IT-Änderungen und der Prozessänderungen zu gehen. Was bedeutet das also in Zukunft? Jetzt werden die Anlagen abgeregelt. Der Verteilnetzbetreiber muss dann den finanziellen Ausgleich an die Anlagenbetreiber bezahlen. Und gleichzeitig muss er jetzt auch den bilanziellen Ausgleich an die Bilanzkreisverantwortlichen buchen. Das heißt, er bucht denen praktisch die Energie, die jetzt eben fälschlicherweise prognostiziert worden ist, praktisch gegen. Und hat jetzt einen finanziellen Aufwand, der womöglich sicherlich über Netzentgelte und ähnliches aus der Verbraucherrechnung kommen wird, der vielleicht auch aus einem bestimmten Redispatch-Konto über Umlagen finanziert wird. Das werden wir dann sehen.
Zumindest ist es jetzt schon mal klar, dass die Änderungskosten, also die Einführungskosten für Redispatch 2.0, die IT-Kosten und Projektierungskosten über das sogenannte Regulierungskonto vermutlich bei der Aufsichtsbehörde in Rechnung gestellt werden können und dort praktisch Berücksichtigung finden würden, sodass die den Verteilnetzbetreiber nichts kosten. Aber die Abwicklung des Redispatches in der Zukunft wird noch weiter diskutiert. Es ist ja also wirklich auch noch nicht ganz abgeschlossen, wie er konkret werden wird. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass der Verteilnetzbetreiber, der bislang praktisch nur an der Seite stand, was Redispatch anging, weil das war der ÜNB vor allem, der das durchgeführt hat mit den Erzeugungsanlagenbetreibern, der VNB wird das jetzt übernehmen müssen. Alle 900 VNBs in Deutschland müssen da jetzt also mitmachen, müssen ihre Erzeugungsanlagen entsprechend in einem ständigen Datenaustausch haben, müssen ihre Einsatzverantwortlichen, die Betreiber, aber auch die Bilanzkreisverantwortlichen, die Direktvermarkter in einem ständigen Datenaustausch haben, die ÜNBs auch noch mit in einem Datenaustausch haben und müssen die Abrechnung an die Anlagenbetreiber und auch den bilanziellen Ausgleich mit den Bilanzkreisverantwortlichen umsetzen. Und das ist natürlich ein Aufwand, den die VNBs so bisher nicht kannten, zumindest nicht im Rahmen des Redispatch klassischer Variante 1.0. Das wird spannend, das wird auf jeden Fall einiges bedeuten. Unter anderem muss man sich jetzt schon mal vielleicht Gedanken machen, welche Anlagen praktisch eine Redispatch Merit Order Reihenfolge bekommen würden. Merit Order ist ja Einsatzreihenfolge von Kraftwerken. Hier geht es jetzt darum, dass man eine Abschaltreihenfolge haben sollte im Rahmen des Redispatches. Welche Anlagen sind praktisch am günstigsten, mit aber auch der größten Wirkung abregelbar? Das heißt, welche Abregelungs- und auch wieder Hochfahrkosten sind verbunden mit welcher Wirkung auf das Stromnetz? Und in der Hinsicht bekommen dann alle Erzeugungsanlagen eine Reihenfolge, eine Merit Order praktisch für den Redispatch. Und dann gibt es eben Anlagen, die als erstes immer abgeregelt werden würden und manche, die eben sehr nachrangig sind, wie zum Beispiel auch die Anlagen unter 100 Kilowatt, die trotzdem fernsteuerbar sind. Und diese Reihenfolge muss man sich dann also wirklich schon sehr zeitnah mal aufstellen, die diversen Gedanken sich machen über die Informationssicherheit zwischen Netzleittechnik und den Massenprozessen im Energiemarkt und so diverse andere Dinge, die ich in den nächsten Videos zum Thema Redispatch 2.0 auch noch weiter ausführen werde. Habt ihr erstmal Fragen, Informationen, Insider-Infos, Anekdoten rund um den Redispatch 2.0, dann schreibt es schon ruhig mal in die Kommentare unten. Ich verlinke euch hier das erste Redispatch-Video. Und ansonsten liked dieses Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.